Den haben wir ausgeschaltet. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht zähmen. Der ist nicht in Schusslinie. Der ist nicht in der Schusslinie. Erfolgreiche Jagd. Haben wir schon einen Preis ausgesucht? Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal, wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst. Euren Lohn könnt ihr vergessen. Ich bin stärker als ihr beiden Maden zusammen. Nein. Ich habe etwas gesehen. Wer hat um sein Leben? So, dann komm, rennen wir noch mal kurz ein Stück zurück. Na toll, ich bin doch im Spezi, ne? Na komm, jetzt halt doch einfach mal die Gosch. Ist der da unten noch nicht alarmiert? Ich habe einmal eine Falle benutzt. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Den haben wir ausgeschaltet. Der ist auch ausgeschaltet. Ich habe gehört, dass die Orks Angst vor den Karagor haben. Ängstliche kleine Kinder allesamt. Sei nicht so ein Narr. Was mit den Orks auf mehr? Der Röstmeister sagt, ich hätte seine Waffen gestohlen. Den schmutzigen Lügner sollte man in das Schmiedefeuer stoßen. Dup, 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 dup. Hier gehen wir mal durch. Jeder Sklave, der die Flucht wagt, soll am Pranger sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Ich selbst werde euch strafen. Mich dürfte das nach einem Kampf. Ihr dachtet wohl, ihr werdet schnell genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. Naja. Seht ihr diese Sklaven? Sie dachten, sie könnten fliehen. So, warum willst du mich nicht? Holt euch einen Kopf! So, den haben wir schon mal soweit. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Zack, zack. Oh, ah, jetzt hat er es gewartet. Müssen wir erstmal hier das Gesindel ausschlocken. Lasst mich locker! Ach Mann. So, was haben wir denn jetzt? Verhören. Kommen wir zu meinen Informationen von ihm. Und wir können jetzt wieder Informationen von einem holen. Die kennen wir ja alle schon, die netten Herren hier. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste, seine Informationen.
Ykrom, der Abscheuliche, kann nicht anders, als an seinen schmerzenden, nässenden Wunden zu kratzen. Ja, ist es. Klischee. Kann durch Schleitötungsstoß sofort getötet werden, kann durch Kampf, okay. Gerät in Wut der Nähe von einem bekannten, unbekannten Hauptmann, kann nicht durch einen Fernangriff verwundet werden. Blockt Versuche ab, über ihn zu springen, blockt deine Geistesbetäubungsangriffe von vorne, besonders aggressive Nahkampfangriff, ist von einem Gefolge umgeben. Herr mit der Rune. Wenn Hauptmänner getötet werden, entstehen freie Positionen in Saurons Armee. Nach einiger Zeit können neue Häuptlinge diese Position besetzen. Interessant. Redback, der Feigling, befindet sich hier im Hauptauftrag. Befindet sich da, befindet sich dort. Der ist da hinten. Der ist da. 4, 5, 4, 8. Dann ist er, Mann. Du kannst während dieser Mission deine Szene nicht wechseln. Ach so, okay. Wo ist das stimmt? Die Führung des Hauptmanns oder Häuptlinge stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Nein, du kannst deine Waffe mit Runen aufrüsten. Wähle deine Waffe. Okay. Ja, also entweder haben wir Boris auf der Stimmen oder Ork-Jäger. Schleichtötung mit Fähigkeit Terrorisierung. Kann ich nicht beide? Achso, ich habe ja erst nur eine. Ja, okay. Machen wir erstmal. Terrorisieren wir erstmal mehr. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Erna, nee. Warum? Sollte ich? Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Ich habe zwar hier, aber noch nicht. Ich muss es ja installieren per CD, deswegen mache ich das momentan nicht. Auftrag abgeschlossen. Herr der Ringe hat schon zu lange gedauert. Einführung Fotomodus. Oh Gott. Herr der Ringe hat schon zu lange gedauert, im Hintergrund zu lang. Das mache ich dann nachher, wenn ich pennen gehe. Der Verfolger ist jetzt verfügbar. Mein Gott, shit doch mal. Ich habe ja gesagt gerade, dass ich es downloaden werde, wenn ich pennen gehe. Müsste ja nicht immer gleich wieder ragen, ne? Voll von den Sklaven, die ich bekomme. Du auch? Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Hab gehört, der Norm sei eine Horde wilder Ghule unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling dort anschließen. Ein Mörder ist unterwegs.
Gucken wir doch mal, wer hier den Platz eingenommen hat. Nakra Raufbol, Stufe 3. Begierig darauf, in einer Arena gegen einen anderen Hauptmann zu kämpfen. Kann durch Kampf, okay, kann durch Schleich, kann durch einen einzigartigen Kopfstoß, okay. Gerät den Wut beim Angriff von Graux, kann nicht in Panik versuchen, Kampf zu setzen, kann dich packen und herumwirbeln, okay. Danke für die Information und gute Nacht. Erna, gute Nacht. Die Mythrie-Klinge. Wie ein silberner Blitz schlug er in den Reihen der dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor die Bedrohung auch nur ahnte. Forme die Legende des Dolches. Der Tag hat also ein paar kurze Stückchen drauf. Kann ja nicht so schwer sein. Ich wette, ich könnte diese Bewegungen auch. Das ist unsere Chance. Vielen Dank, Waldläufer. Ah, kein Thema. Meine Axt ist ganz stumpf von der ganzen Holzhackerei. Stumpf, hat er gesagt. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen verdient. Waren sicher nur Ratten. Hab's auch erledigt. Dürben, wann wollen wir denn nachher Battlefield? Nur mal so als Rande, ich werde dich jetzt tausendmal fragen. Das könnte dich nerven, aber egal. Ich will es halt wissen, ob wir es heute noch machen wollen. Finde es und bring es mir lebendig zurück. Oh, der Messerstecher. Wo kommt der denn her, ey? Naja, aufgeben.